Mir geht's schlecht genug, danke. Ich brauche keine Aufmunterung. Dann halt nicht, wenn du keine Aufmunterung willst. So, Geld abheben. Ja, das wird langsam Zeit, wie ich sehe. Zehntausende, meine Güte. Wenn du mir folgst, kriegst du etwas. Was? Ist gemein? Nö. Ich muss schließlich auch für die Kohle arbeiten. Würde gerne mal hier runterkommen. Ich habe dir das Sagen. Keiner bezwingt mich. Mein Wort ist gesetzt. Jemand sollte euch ein bisschen Respekt beibringen. Ich habe das Sagen hier in der Nachbarschaft. Gefällt dir das nicht? Dann komm doch und stell dich mir. Ja, komm. Ihr versteckt euch unter einer Kapuze? Tanzen wie ein Schmetterling, stechen wie ein Skorpion. Nieder mit euch! Ich schorle Schäckler. Na komm! Ach, warum? Na, halt ein normaler Konter. Nieder mit euch! Mit wem eigentlich? Der hält aber lange aus, der Typ. Tyrannen. Du Niederträchtiger. Ergib dich den Assassinen. Ich höre auf. Tötet mich nicht, bitte. Du Esel! Ah. Muss manchmal sein. Wieso eigentlich Esel? Ich habe mittlerweile grün an. Ich bin nicht mehr grau wie so ein Esel. Ich geh doch nur zu der blöden Truhe. Wo ist denn die? Wahrscheinlich hier hinten, ne? Ja! Und ich schätze mal, mittlerweile dürften alle zurück sein von ihrer Arbeit, wenn ich sie überhaupt losgeschickt habe. Mir scheint so. So, wie sieht's denn aus? Ist hier irgendwer von euch gestiegen? Oh, nö, nicht wirklich. Naja, okay, du, aber bei dir sehe ich sowieso nicht mehr durch. Stadt zurückerobern. Mal gucken, ob du das hinkriegst. Da sind nicht dich mit und hier das Frischfleisch, ne? Krieg da schon hin. Das schafft ihr so zu so viel nicht. Aber hier vielleicht irgendwas schmuggeln, das ist, dürfte, es wäre drin gewesen, hätte einer von euch einen Dolch dabei. Einer von euch einen Pickel, hat auch keine. Die versteckte Klinge, ich weiß, dass das die versteckte Klinge ist. So, wieder alle unterwegs und ich bin es ebenso. Ist hier gerade mal irgendwo ein Boot, was ich like? Enden kann? Nö, dann nehme ich halt den Mann hier, der ist schneller als ein Brot suchen. Bitte überbrücken Sie. Mir ist der Preis gerade relativ wurst, weil ich habe gerade Geld abgehoben. Ja. Ich glaube, ich schiebe die Kohle erstmal so einem Herold in den Rachen. Halt die Fresse, sonst bist du tot. Hallo.
Wo ist dieses Ding? Da ist es. Diesmal wird er sterben. Ben, soweit so gut. Sind sie nah genug dran? Nein, sind sie nicht. Fuck, hör auf! Fuck, jetzt ist was! Ein gutes Gefühl bei dem Kerl. Ich hab ihn so oft anvisiert und irgendwie hat er nie abgedrückt. Wieso? Er war direkt vor meiner verdammten Flinte. Das ist... Brennt dieses verdammte Haus nieder. Ist doch jetzt nicht so, als würde er da drin überleben können, der Penner. Boah, wie ätzend. Ich bin eine Marder, ein Licht, ihr vergeudet eure Zeit. Natürlich vergeude ich hier meine Zeit. Sehr beeindruckend, aber haltet euch besser fern von den Wachen. Schneller! Wer hängt uns an? Die Wachen sind mir doch so Wumpe, ey. Gibt's doch nicht, ey. Wie kann der denn jedes Mal abhauen, der Feigling, ey? Das ist ja... Klar, so überlebt man länger, aber... Spaten der. Hätte mich jetzt extrem interessiert, das Gespräch, aber leider musste ich weiter. Ich will auch noch irgendwas gebacken kriegen hier. Ja, wir sind im Holzviertel. Bleikos. War das nicht mal sowas wie eine Suchmaschine? Das sind komische Sounds dabei. Klingt so, als würde man auf eine Quietscheente rauftreten. Die waren eben im Massiv auch schon so. Wenn ich Ubisoft sowas zutrauen würde, dann würde ich ja sagen, das ist ein Kopierschutz, aber kann nicht sein, weil ich habe es jetzt schon dreimal gekauft, das Spiel. Irgendwann ist Schluss hier. Weil er kann ja aus irgendeinem Grund auch meine Saves gerade nicht synchronisieren.
Vielleicht sind es aber auch einfach nur Ratten. Also erwartet ihr etwa, dass ich euer Spiel... Zeig es ihnen, Bruder. Aha! Packt ihn! Endlich kämpft einer gegen diese Kräfte. Ich bin unschuldig! Aha. Ich bin wirklich ergreift ihn, Brüder! Hilfe! Was immer ich auch dazu habe. Mein Herr, ich bin unschuldig! Das ist meine Todesmaschine! Hilfe! Überall und jederzeit. Weiter so, Bruder. Gebt ihm! Ich hab damit nicht. Ihm zu Fall! Ich muss hoffen. Mann, seid ihr alle schlecht drauf heute. Da geht er down! So, war das jetzt so schwer, diesen einen abzuschießen? Meine Güte! Komm schon, Alter, du bist schneller als das. Yep. Gott, sind das hier viele. Mach doch mal! Ich habe hier gerade das dezente Problem, dass der Typ zu viele Reize auf einmal verarbeiten muss. Früher hat das noch was gebracht, den Hauptmann, um zu... Aua! Ja, mir auch. Wir haben nur unterschiedliche Auffassungen von Ungeziefer, habe ich so den Eindruck. So, und ob ihr wirklich richtig steht, seht ihr, wenn das Licht angeht. Jetzt verpisst euch alle! Turm di Assassini. Ach komm, Leute, ernsthaft? Immer noch? Ihr habt nichts zu fürchten, Effendim. Ich werde euch nicht verraten. Ich wollte Sachen aufsammeln. Das hoffe ich doch. Vergebt mir meine dreiste Vorstellung, aber ich bin selbst Assassine in der Ausbildung. Ich bin stark, schnell
und habe Schlag bei den Damen. Ah ja. Ein guter Anfang. Wie wäre es mit einem Rennen, hä? Ich beweise es euch. Sagen wir bis zu diesem Punkt dort? Dieser ehrgeizige junge Mann behauptet, er sei Assassine. Zeigen Sie wahres Können, indem Sie ihn bei einem Rennen beseitigen. Ich habe wohl einen Moment. Also gut, los! Hey! Ich sagte, ich bin gut! Ja, du Arschloch! Wer hätte sich denn diesen Parcours ausgedacht, wenn ich mal fragen darf? Jetzt geht's los! Jeder Sprung ein wenig zu kurz. Nun komm, nicht so viel Blödsinn machen. Ach egal, ich will es gar nicht. Da so lang. Und einmal abbiegen. Ihr seid gut, alter Mann. Aber ihr seid auch nicht untalentiert. German, wer ist das? Ah, Ella, komm. Das ist mein neuer Mentor. Ich sagte doch, dass ich Assassine bin, meine Liebe. Und du hast mir nicht geglaubt. Merhaba, Effendim. Wir schnappen nur frische Luft, Ella, und diskutieren Taktiken und sowas, oder? Nein, wir sprachen darüber, wann eure Ausbildung beginnt. Bei Sonnenaufgang. Jeden Tag. Am Galata-Turm. Verstanden? Edith. Natürlich, Mentor. Ich würde sagen, wir sollten aufhören, solchen Früchtchen auch noch irgendwie Flusen in den Kopf zu setzen, aber... A, haben wir gerade nicht wirklich eine Wahl und B, waren wir ja mal irgendwann genauso. Wenn wir es nicht noch immer so sind. Kommt drauf an, wann und wo.